Hallo liebe YouTube-Freunde, heute werdet ihr die Konstellationen für den Monat Mai 2021 und die Prophezeiung von Nostradamus erfahren. Hier nun zuerst die Prophezeiung Nostradamus für den Monat Mai der 8. Zenturie, Vers 83. Wenn die Sonne 20 Grad im Zeichen Stier steht, wird die Erde mächtig beben. Das große überfüllte Theater wird einstürzen. Die Luft, der Himmel und die Erde werden sich verdunkeln. Selbst die Ungläubigen werden dann Gott und die Heiligen anrufen. Hier schildert Nostradamus eine riesige Erdbebenkatastrophe, die eine dreitägige Finsternis auslösen wird. Sicherlich wird es in diesem Jahr nicht stattfinden, aber in diesem Monat können wir mit einigen heftigen Beben rechnen. Aber diese große Katastrophe werden wir nicht verhindern können, die noch vor dem Dritten Weltkrieg stattfinden wird. Wir haben uns zu sehr an der Natur versündigt, als es uns überhaupt bewusst ist. So wird diese Katastrophe kommen, was nicht nur Nostradamus ankündigte, sondern auch mehrere Seher prophezeiten. Diese immensen Beben werden dazu führen, dass sich die Pole der Erde verlagern und dann an anderer Stelle liegen. Laut Nostradamus wird sich die Erde danach 1000 Jahre anders drehen als bisher. Dadurch wird sich das Leben auf der Erde verändern. Schon jetzt haben sich die Pole um einen Meter verlagert. Nostradamus spricht an dieser Stelle davon, dass zum Beispiel das Mittelmeer zu Eis erstarren wird. Wichtig sind die weiteren Aussagen von Nostradamus, wo er gerade das Hochkommen des islamischen Imperiums schildert und fortfährt. Zuerst aber kommt es zu einer Sonnenfinsternis. Es wird die dunkelste und finsterste seit der Erschaffung der Welt sein. Doch kommen wir auf diesen Monat Mai zurück. Da Jupiter in die Fische wechselt, ist es wichtiger, dass wir glücklicher sind und nicht nur Glück haben. Allerdings darf man nicht leichtsinnig werden. Dieses könnte alles verderben. Am Anfang des Monats steht die Sonne direkt auf Uranus. Beide sind verspannt mit dem Saturn. Das kann kein guter Start in den Mai werden. Doch Jupiter wandelt schon kurz darauf in die Fische. Und die Sonne verbindet sich positiv mit Neptun und Pluto. Das wirkt sich wiederum positiv auf uns aus. So sollten und können wir glücklich sein. Im Großen und Ganzen ist es also kein schlechter Monat. Ja, also findet eure Lebensfreude und es ist ratsam, mit Zuversicht und Besonnenheit zu handeln. Herzlichst eure Deria.